Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Raff, wie viele Spiele ich gemacht habe in einer Aufnahme. Moment, der ist im Wohnzimmer. Bam, 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 bam. Zwei Spiele, das ist aber unangenehm. Aber vielleicht haben wir ja eine Heilungskarte. Oberkörper. Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal das andere Spiel und dann entscheide ich, ob ich ihm eine Heilungskarte gebe. Ach so. Okay. Brozovic ist auch noch verletzt. Sehr geil. Knie. Machen wir auch einmal. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Dann gebe ich wohl Brozovic einfach mal die. Was soll ich das machen? Oh. Da hat sich's doch gelohnt, dass wir die Karte irgendwann irgendwie mal gezogen haben. Vielleicht war es sogar eine untauschbare. Ich hatte auch untauschbare Heilungskarten. So, Werner. Ha, es ist halt immer möglich, dass da mal irgendwie ein Informstürmer oder sowas auftaucht, den man da vielleicht dann reinpacken will und statt Werner spielt. Deswegen nehme ich ja erstmal die kleineren Vertragskarten, bevor ich da jetzt ihm die große gebe. Er spielt mega geil und es wird für jeden Stürmer sehr schwer werden, sich an Werner vorbeizusetzen. Ja. Aber ja, ich würde vielen eine Chance geben, zum Beispiel Second In vom Wagner. Okay, eine Ikone, die haben wir noch nicht gehabt beim Gegner. Einfach mal 92er. Was ist denn da los? Warum kaufen die sich denn immer so eine einzelne Ikone und das restliche Team ist Bums? Als rechten Flügel hat er einen Mittelstürmer, einen 77er Mittelstürmer. Selbst wenn er den jetzt auswechseln würde, der hat keine volle Chemie. So, konzentrieren. Wir wollen das Spiel gewinnen. Erste Stellungsfehler beim Gegner. Na, ich bekomme den Ball einfach nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will. Ich bekomme ihn immer wieder, das ist schon auf jeden Fall lucky. Jetzt nicht mehr, schade. Aber guter Anfang, gefällt mir. Der Gegner bekommt überhaupt keinen Zugriff. Das war ein schlechter Pass. Och, hat er den schlecht gespielt. Schade. Wird Zeit, dass wir aus unserer Überlegenheit mal ein Tor machen. Endlich mal ein Abschluss, aber hat nicht gereicht. Blöder Fehlpass.
Macht nichts, macht nichts. Taktisches. Ich wollte zwar nicht faulen, aber ist okay. Mbappé. Auch sehr beliebter Stürmer. Auch wieder gar nicht zu sehen, ob der reingeht. Okay, er deckt zu. Oh fuck, das ist so eine Formation, wir seht's, wo der Spieler zugestellt ist. Das ist scheiße. Mal bringe ich es einfach darüber, auch wenn Felipe Anderson überhaupt nicht groß oder Kopfballstark ist. Ganz in Ruhe. Den Ball rausspielen, dass wir hier kein Risiko eingehen. Hat Glück. Oh, fuck! Lass den Ball liegen. Konzentrieren. Hier ist auf jeden Fall was drin in dem Spiel. Ich denke, ich kann es in der Abwehr noch einen Tick besser machen. Hat mir noch nicht 100% gefallen, aber viele Chancen haben wir nicht zugelassen. Und in dem Sturm müssen wir einfach zum Abschluss kommen. Ich denke, wir drücken den Gegner schon ziemlich viel hinten rein, aber sind noch nicht so richtig zu einem geilen Abschluss gekommen. Oder nicht wirklich viele geile Abschlusssituationen. Oh, was für ein Lacker. Oh, zum Glück. Das ist auch nicht schlecht. Das war richtig scheiße. War zu optimistisch, der Pass. Scheint er sich auch ein bisschen eingestellt zu haben auf meine Spielweise. Gefällt mir gar nicht.
Schade, 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 schade. Wir hätten auch unsere, vor allem aus unserer ersten, also aus der Anfangsphase, wo wir halt so drückend überlegen waren, da hätten wir einfach versuchen müssen, mehr draus zu machen. Ich meine, ich habe alles gegeben. Ein bisschen Glück hatte der Gegner. Stand dann aber auch in entscheidenden Situationen nicht wirklich schlecht. Spielt, glaube ich, auch eher defensiv. Schwer mitgelaufen mit Koulibaly, hatte ich auch direkt hingewechselt. Mist. Schade, dass der Schuss von Khedira geblockt wurde, aber mal wieder ein anständiger Angriff. Ich weiß nicht, warum er den Laufpass so scheiße spielt. Hatten so einen Platz, ey. Gut antizipiert mit Koulibaly. Och, so ein Lacker, ey. Scheiße! Dass der Pass halt überhaupt schon ankam, war schon mega lucky. Hier sind abgefälscht. Also nicht der hier, vorher der. Dann kriegt er noch diesen Abstauber, ey. Fuck. Ich glaube, ich wechsle mal auf 4-1-2-1 zu, weil wir einfach keine guten Abschlusschancen erspielt haben. Oh. Komm!
Boah, ja, warum nimmt denn der den Ball nicht mit? Also ich glaube, ich nicht das Gefühl, dass wir mit der Formation jetzt hier irgendwie mehr Angriff, also Abschlussgefährlichkeit hinbekommen würden. Na also, boom! Alessandrini! Wer sonst? Nice, auch nur auf Schießen gedrückt, er macht ihn selber so. Also ich ziel natürlich trotzdem, aber ich meine, ich habe jetzt nicht Flachschuss gedrückt. Sehr schön. Ich spiele mit dem Gedanken, ob ich wieder zurückwechsle. Aber eigentlich, er muss ja jetzt offensiver spielen, dann wird es vielleicht sogar noch einfacher. Lagertor. Macht aber nichts, weil sein Tor war ja auch ein Lagertor. Von daher. Scheiß drauf. Sehr geil. Und das in der 86. Come on, Baby. Spiel gedreht. Jetzt einfach noch das Ding halten. Dann haben wir es gewonnen. Ich denke, nicht ganz verdient. Ich glaube, ein Unentschieden wäre eigentlich gerechter. Aber bei ihm war es ein Lagertor. Das war jetzt auch nochmal ein Lagertor. Von daher. Ich hätte hier den ersten Schuss, der halt geblockt wurde, den hätte ich definitiv in die andere Ecke setzen müssen. Weil da nichts los war. Och ja, komm, wir schenken eine Ecke. Das war natürlich so nicht geplant, da wollte ich nicht hinspielen. Oh, Alessandrini, come on. Krass, wie der die Pace mitnimmt. Und krass, wie Alessandrini einfach mal das Ding relativ... Ich meine, klar ist das Tor leer, aber ihr wisst selber, ne? Aus dem Vollsprint, bedrängt, nicht geradeaus aufs Tor schauen, da ist es natürlich nicht so einfach. Aber Alessandrini als Einwechselspieler macht einfach mal den Doppelpack, auf Garantie wieder Man of the Match. Sehr krass, sehr geil. Und mit seinem schwachen Linken. 4 Sterne nur. In Anführungsstrichen. Geil, gewinnen wir das Spiel echt nach 3-1. Hätte ich nicht gedacht. Ah, Gegner gibt auf, okay. Ja! Sehr geiler, wichtiger Sieg. Die letzten Spiele waren irgendwie immer geil. Außer wenn ich sie verliere natürlich. Ja, es war so klar. 10er Bewertung als Einwechselspieler, das ist so krank. 1 Brozovic, Vorlagen. Torreira. Und Gulam. So. Nur mal kurz gucken, wie viel Alessandrini hat. Es ist schon krass. Der hat jetzt 8, 3, 12 durch 44. Na, 12 durch 44. Er hat eine Quote von 0,27 in 44 Spielen. Ne? 0,27, diese Quote haben teilweise nicht mal meine festen recht oder linke Mittelfeldspieler. Also wenn wir den fest verpflichten oder fest spielen könnten, das wäre schon geil. Aber egal, lass mich kurz nachdenken. Wir müssen jetzt eigentlich noch mal ein Spiel mit denen machen, oder wir
helfen halt Origi, aber da habe ich gerade keinen Bock drauf. Die haben ja, die sind ja eigentlich einfach ziemlich fit. Ich glaube, ich mache jetzt noch eins. Mit der Calcio. Aber das 4-1-2-1-2, das muss ich mir auf jeden Fall angewöhnen, dass ich das dann immer spiele, sobald es nicht läuft. Weil das Ding ist halt auch, dieses enge 4-1-2-1-2 ist halt wirklich komplett anders als das 4-2-3-1, was ich sonst spiele, weil da halt kein LM und RM dabei sind. Das ist halt ganz positiv. Okay, das ist erstmal ein interessantes Team. Super schneller Sturm natürlich mit Reus, Werner und Quadrado. Ah, es ist ein bisschen eklig. Muss ich aufpassen. Mal gucken, wie er spielt. Ich hoffe mal, er spielt nicht so gut. Also er rammelt schon mal wie ein Bekloppter die ersten Minuten. Oh, verdribbelt. Alter, wie er uns noch tunnelt beim Schluss. Zum Glück ist Donnarumma da, aber er hat es noch getunnelt. Also Koulibaly, wir waren nämlich dran. Okay, war ich das oder war er das? Klar, dann macht er gut mit Kedira. Hat er gedacht. Ah, es ist ein schwieriger Gegner. Ich glaube, das wird nicht einfach. Ah! Ich bitte dich. Das haben wir nicht gut abgeschirmt, den Reus, deswegen musst du nicht, was er machen soll. Hoffe, er spielt weiter so aggressiv in der Verteidigung, weil da gibt es meistens dann irgendwann mal eine Lücke. Das war schlecht von mir verteidigt. Viel zu lange habe ich ihn rennen lassen. Schön geklärt. Schade. Fällt mir gerade überhaupt nicht, wie es läuft, weil ich weiß, das könnte besser für mich laufen. Wieder ein ganz, ganz schlechter Pass. Komm! Oh, danke. Ja, es läuft nicht gut, es läuft nicht gut. Aber es liegt nicht an der Formation, also noch wechsle ich hier nicht. Leider war da gedeckt, der Spieler. Ich muss es probieren. Scheiße.
Schade. Ist Torreira eigentlich Linksfuß? Nee, oder? Muss ich nochmal nachschauen. Hab ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Oh, jetzt hätte ich passen müssen. Ich dachte eigentlich, ich habe den Moment verpasst zum Passen, aber dann hat es doch noch funktioniert. Sehr geil. Ich hätte gesagt, es lag nicht an der Formation. So, jetzt gucke ich aber nochmal schnell nach, was das für ein Fuß ist, weil ich hatte gerade die Möglichkeit, mit links oder mit rechts abzuschließen, habe mich für rechts entschieden, weil ich dachte, er ist Rechtsfuß. Ja, er ist Rechtsfuß, okay. 1-0, sehr schön. Ach, jetzt habe ich das Tor nicht nochmal angeguckt. Ach, ich Dummi. Schade. Schöner Schuss von Brozovic, schade. Oh, was? Was für ein miserabler Pass, ey! So ein Idiot, der Anderson. Fuck. So ein beschissener Pass von ihm. Der war... Egal. Konzentrieren uns, 2-1 machen. Eieiei, was für eine Pace, krass. So schwach, da konnte niemals ankommen, der Pass. Ach man, das Gegentor kotzt mich an, weil das nur durch diese Scheiße von Philippe Andersson kommt. Hätte er diesen... Ach man. Krass rausgespitzelt. Zu langsam der Icardi. Schade. Boah, zum Glück hat er sich gepfiffen, ey. Das war nämlich kein Foul. Danke für diesen tollen Pass. Nice luck. Kam so geil eigentlich.
Zum Glück rennt er halt die meiste Zeit einfach nur, weil er anscheinend nichts anderes kann. Och, toll, toll, toll. Scheiße. Oh, jetzt rennt er wieder über außen. Das ist so einfallslos. Naja, nee, diesmal nicht. Nein! Oh. So ein Lacker, oder? So ein krasser Lacker, ey. Unglaublich. Oh, egal. Unverdient auf jeden Fall. So ein billiger Typ, ey. Scheiß Pacer. Ich werde jetzt aus 4-1-2-1-2. Vielleicht können wir damit nochmal Druck machen. Das ist mal wieder so ein richtig klassischer Pacer-Spieler. Richtig krass, ey. Und dann lag da sich natürlich auch noch 3 Tore. Das gibt's gar nicht. Also gerade die letzten 2 waren total lucky. Das erste war halt einfach ein Fehler von meinem Spieler, wo ich halt nichts machen kann. Komm on, 2 Tore, wir haben noch genügend Zeit. Pace hoch. Elfmeter. Ja! Come on, den müssen wir reinmachen. Come on, come on, come on. Come on, baby, come on. Wir haben noch genügend Zeit für das dritte. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Danke, Donnarumma. Toller Pass von Gulam. Oh, fuck you.
Oh Mann, da war echt guter Schuss. Schade. Bitte eine Ecke, bitte eine. Ach so, okay, eine Ecke kann es nicht sein. Nein, ich hab gedrückt. Scheiße. Wie dumm. Danke, dass er kein Zeitspiel macht. Das ist schon mal vielen Dank. Was denn jetzt? Das war ein Foul? Okay, wahrscheinlich die letzte Chance. Scheiße. Ecke? Come on, Baby. Fuck! Unverdient, definitiv. Also meiner Meinung nach wäre hier ein Unentschieden mehr als gerecht in dem Spiel, aber ja. Schade, man kann nicht jedes gewinnen. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Aber ich muss auch sagen, ich habe am Anfang nicht optimal gespielt. Also auch vor dem 0-1. Tore, zweimal Icardi, Vorlagen, Adelson und Gulam. Tja, schade, dann bis zum nächsten Mal. Dann hoffe ich, beim nächsten Mal gewinnen wir dann wieder zwei Spiele. Ach, schade, 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 schade. So, mindestens drei Spiele will ich noch machen. Also in diesem Sinne, also an diesem Samstag. Tschüss, tschüss.